Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Update zum Waldbrand am Brocken am 7.9.2022. Ja, es gibt Neuigkeiten und zwar die Einsatzkräfte sollen jetzt verstärkt am Boden helfen. Der Waldbrand am Brocken ist noch nicht gelöscht. Heute sollen Einsatzkräfte verstärkt am Boden helfen und sich den Hang hinabarbeiten. Und für die Löschflugzeuge könnte es allerdings heute der letzte Arbeitstag sein. Es wird natürlich jetzt kontrolliert, ob diese Einsatzkräfte noch benötigt werden. Und es sind natürlich auch immense Kosten, die da pro Tag anfallen. Wir können hier pro Flugzeug mal schnell von 50.000, 60.000 Euro pro Tag reden. Und momentan sind ja zwei solcher Flugzeuge unterwegs und das sind natürlich immense Kosten, die natürlich das Land kontrolliert, ob es wirklich noch vonnöten ist, dass diese Flugzeuge halt jetzt weiter im Einsatz bleiben. Und jetzt ist natürlich das Moor auch noch betroffen, das Hochmoor ist betroffen und klar, das Feuer ist halt, es glüht halt weiter im Moor und das kann sich wirklich um Wochen hinwegziehen, bis da so ein Brand mal unter Kontrolle gebracht wird. Deswegen sollen jetzt auch mehrere Einsatzkräfte, wir reden jetzt hier von Angaben der Feuerwehr, sollen jetzt heute 90 Einsatzkräfte zum Königsberg, einer Nebenkuppe des Brockens, hingeflogen werden und sollen sich dann von dort aus nach unten vorarbeiten. Und weitere 100 Einsatzkräfte sollen von den Seiten dann halt unterstützen, ne? Und es werden dann halt, man arbeitet sich quasi von außen nach innen vor und versucht dann das Feuer halt so einzudämmen. Und bis jetzt lodert insgesamt eine Fläche mit dem Moor zusammen von 160 Hektar und das ist wirklich eine enorme Größe. Und das Gute ist halt, dass das Feuer jetzt oberhalb unter Kontrolle ist, aber das Hochmoor ist natürlich ein arges Problem, was auch wirklich noch sehr viele Probleme verursachen kann, ne? Weil die Gase und alles Mögliche, was da jetzt brennbar ist in so einem Moor, können halt wieder erneut Feuer entfachen, auch an den umliegenden Waldflächen. Wenn es da jetzt halt auch windig wird, kann sowas ganz schnell wieder entfachen. Und das Moor ist halt, die sind halt auch in der Vergangenheit bekannt dafür geworden, dass Brände wirklich wochenlang anhalten können. Und das ist, das muss halt wirklich ziemlich schnell unter Kontrolle gebracht werden. Und wenn man sich jetzt auch von außen hin Richtung Moor vorarbeitet, sodass das Feuer halt nicht weiter, ja, quasi entfachen kann, kann man das Moor vielleicht auch jetzt, weil die sind halt auch umliegend mit Baggern im Einsatz und es werden Gräben gegraben und ich weiß jetzt nur halt nicht, inwiefern auch Moorgebiet abgetragen werden kann, dass man muss halt auch mal gucken, was steht da vielleicht unter Naturschutz, und weil es ist ja halt auch ein Nationalpark und man darf da halt nicht einfach so drinne rumgraben und da muss halt stetig kontrolliert werden, darf man diese Fläche angraben, darf man diese Fläche nicht angraben? Gibt es irgendwelche, sage ich jetzt auch mal, Tierschutzarten, die da vielleicht das Gebiet bewohnen und vielleicht auch seltene Tierarten? Und das muss halt wirklich alles kontrolliert werden und da darf man halt nicht einfach so drinne rumbuddeln. Ne? Auf jeden Fall, die Löscharbeiten sollen jetzt laut Angaben des Feuerwehrsprechers auf jeden Fall noch mehrere Tage andauern und es kann auch noch wirklich, wie gesagt, durch das Moor halt wochenlang dauern. Und ich bleibe auf jeden Fall weiter für euch dran und werde euch täglich darüber informieren und seid dann somit täglich auch auf dem neuesten Stand. Ich habe halt stetig die ganzen Daten hier vor Augen, auch von den Löschflugzeugen. Und da wird jetzt bis heute Abend drüber entschieden, ob die Löschflugzeuge weiter im Einsatz bleiben oder nicht. So, meine Lieben, und das war es jetzt erstmal zum Update von heute. Mehr gibt es jetzt erstmal nicht zu erzählen. Aber bei jeder Neuerung werde ich auf jeden Fall immer ein Update raushauen. Und ich bin auf jeden Fall raus an der Stelle. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die ganzen Einsatzkräfte, die da wirklich tatkräftig unterstützen. Und ihr seid in meinen Augen wirklich wahre Helden. Gut, meine Lieben, ich bin auf jeden Fall raus an der Stelle. Ich bin Patrick von Lidom Produktion. Macht es gut. Auf Wiedersehen.